FC Hansa Rostock holt ein 0:0 in Nürnberg. Jawohl, Richard. Spielt auch nächste Saison in der zweiten Fußball-Bundesliga. Von Brügger. Brügger, du bist schneller. Brügger schneller als bei zwei Gegenspieler. Der kommt ja nicht hinterher, der 27er. Brügger allein und hinten wird gezeigt. Bring ihn doch zu mir. Bring ihn doch zu mir. Tor, 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 Tor. Für den FC Hansa Rostock. Sind 23.500 Zuschauer. Vielen herzlichen Dank. Es ist halt ein unfassbares Gefühl, dass wir jetzt in der Liga bleiben. Distanzschuss oder Abstauber? Was ist dir lieber? Auf jeden Fall Distanzschuss. Ich mag es, aus der zweiten Reihe einfach aufs Tor zu knallen. Das Frühling. Kör! Wumm! 1-0 Hansa! Da! Nils Frühling! Aus 25 Metern! Oben rechts rein! Was für ein Pfund! Was für ein geiles Ding! Jetzt geht's hier noch weiter. Jetzt hat er die Zeit. Ja, sicher! Jetzt ist der Klassenerhalt gesichert! Jetzt gehe ich erstmal in die Kabine, trinke ein paar Bierchen. Und dann trinke ich noch mehr Bierchen und irgendwann schwanke ich auf Havanna um. Und dann kommt noch ein bisschen Schnaps dazu und dann mal gucken, was noch geht. Zack, wir sind drin. Nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Zack, die Bohne. In Leipzig, ne? Also ich hätte... Was geht bei Hannover ab? Die haben nach 12 Spielen 27 Punkte? Quoten natürlich sprechen für Leipzig. Wie anders, wie soll es auch anders sein, ne? Neidhardt von 4 bis 5 Wochen verletzt. Das ist ein Bruch. Das ist ein Bruch. Das heißt, Schröter muss wieder ran hinten rechts. Ne. Sidi Sané wurde von seiner Leihe bei Hansa Rostock zurückgerufen. Sané wurde abberufen, weil er nach Ansicht von Schalke 04 oft abseits der vereinbarten Rolle eingesetzt wurde. Während seiner Zeit bei Hansa Rostock kam Sidi Sané auf 8 Einsätze. Nee. So, Spielberichtsbogen ist da. DFB-Pokal, Leipzig gegen Hansa Rostock. Ich bin mal gespannt, was Leipzig hier aufspielen wird. Uns ist jetzt Sidi Sané weggebrochen, weil Schalke 04 uns den wieder, weil sie den von der Leihe zurückgeholt haben. Was auch immer ihr mit dem wollt. Lasst ihn noch bei uns spielen. Er hat bei uns performt in der zweiten Liga. Und ihr schnappt ihn euch zurück. Frechheit sowas. Egal, wir müssen uns aufs Spiel konzentrieren. Und dieses Spiel gewinnen. Es wird ein hartes Spiel. Leipzig, klar die bessere Mannschaft. Aber mit viel Kampf können wir das hier vielleicht schaffen. Und damit gehen wir rein ins Spiel. Gebt alles, Jungs. Anscheinend verwirrt. So, da sind die Aufstellungen. Also, schlechte Form von Leipzig. Ihr habt es gesehen. Schlechte Form. Wir in der ganz soliden Form eigentlich. Und damit können wir können die besiegen. Alter, und Skiri haben die geholt. Also wir können sie besiegen. Wir können sie besiegen. Sie müssen hier gewinnen. Und wenn wir gewinnen, ist es nur ein Bonus für uns. Ich würde sagen, in die Null so lange halten, bis Nils anfällt, oder? Und dann zaubern lassen, ja. Einfach mal hoffen jetzt. Einfach mal hoffen jetzt hier. Komm, ab, zack die Bohne, ey. Ab geht's. Gleich nächster Angriff. Ingesson schön in die Mitte. Schöner Chipper, Duljevic. Boah. Nochmal in die Mitte. Leipzig schwimmt hinten drin. Aber so kann es gehen. Direkt am Anfang mit Feuer rein. Gar nicht im Spiel kommen. Ja. Oh mein Gott, das ist geile Offensive von uns. Und Nyland ist da. Alter, das fühlt sich an, als wären da 20 Weiß auf dem Feld, ne? Das gefällt mir. Bring die Flanke. Ja, 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 mach ihn. Oh. Elfmeter. Abseits, abseits. Oh, was eine Chance. Forsberg, jetzt Schröter ist deiner. Nicht abkochen lassen hier. Oh, Luke Bacchio. Hat natürlich das Tempo, um da vorbeizugehen. Skiri, Soboslai, zum Glück übers Tor.
Wichtig, dass Fründler vor Guardiol klärt. Jetzt nur aufpassen. Schön gemacht von Ingelsson. Und jetzt mal kontern, jetzt kontern. Schön, in der Mitte geht er, in der Mitte geht er. Gott, in der Mitte. Warum spielst du nicht? Gott. Egal, weiter, weiter, weiter. Lee Dong-jung, Fröde. Warum spielt er nicht in die Mitte? Okay, und den gut. Kriegt er noch. Jetzt kriegen wir den Konter rein. Jetzt kriegen wir den Konter rein, ja. Und jetzt kriegst du ihn hinten rein. Meine Güte, da haben wir so eine Konterchance und verkacken es so sehr und dann kriegen wir ihn hinten rein, ey. Meine Fresse. Der Ball gefühlt schon ausgeglaubt. Unsere Spieler schon wieder aufgehört zu spielen. Haidara spielt den Ball in die Mitte. Kolke kann da nichts machen. André Silva knallt uns das Ding um die Ohren. Auch keiner bei André Silva gewesen, ey. Meine Güte, so gut im Spiel gewesen und dann ist vergeigt. Egal, Jungs, weitermachen, weitermachen, weitermachen. Jetzt da sein, kommt, Jungs. Gleich eine Reaktion zeigen. Schade. Und oh, nicht, da wäre ich nicht rausgerückt. Da wäre ich nicht rausgerückt. Da wäre ich nicht rausgerückt. Forceback nach hinten. Scheiße. War noch ein fucking Dodi Loki Fagio, ne? So, wir sind in der Halbzeitpause angelangt. Leipzig, ja, überlegen. Aber ich finde wirklich, dass wir gut mitgespielt haben, die ersten 20, 30 Minuten. Bis zum Gegentor halt. Und ja. Also vielleicht geht noch irgendwas in der zweiten Hälfte. Ein Treffer machen und dann sind wir vielleicht da. Ja, 2-0 ist das gefährlichste Ergebnis. Ja, Marco Polo sagt es. Ab in die zweite Hälfte. Jungs, haut euch ordentlich rein. Wir können es schaffen. Ein Treffer, dann sind wir da. 2-0 ist das gefährlichste Ergebnis. Also, langer Ball verhook auf Ingelsson. Langer Ball auf Nils. Oh. Der startet durch. Nils, komm. Oh, Nyland hält. Nyland hält. Nochmal die Flanke. Ey, wenn er den macht, Nils nochmal, Ingelsson, Strauß, das ist Fußball, das ist Fußball, ey, Schiedsrichter, Schröter macht weiter, Schröter mit der Flanke, Ecke. Jago Santiago im Spiel für Lee Dong-jung, aber Ecke von Ingelsson, verhook mit dem Kopfball, Nyland hält. Oh, Mann. Och nee, das sieht gar nicht gut aus. Oh nein, 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 nein. Und noch Josef Paulsen, Alter. Das ist schon im letzten Spiel der gleiche Schnitzer von Van Drongelen, glaube ich. Meine Güte, darfst du einfach keine Gegentore kriegen. Schröter schickt Nils schön und jetzt nochmal rüber auf Santiago. Boah. Gut gemacht, Jungs. Schade. Ich denke, der Schiedsrichter müsste hier jede Sekunde abpfeifen und so ist es auch. Damit fliegen wir raus aus dem DFB-Pokal mit 3-0. Aber Statistiken sprechen zwar für Leipzig, aber nicht so extrem. Wir haben wirklich ein gutes Spiel gemacht. Wir haben uns ja sehr gut verkauft. Am Ende verlieren wir hier 3-0 gegen Leipzig. War mehr drinne, aber ist wie es ist. Abhaken in der Liga, weiter performen und dann passt das schon. Guck mal, der Zweitliga-Club wurde den Erwartungen der meisten Leute gerecht. Kaum einer hätte ihnen noch mehr zugetraut. Wir haben uns schon gut verkauft. 3-0 war am Ende zu hoch, aber am Ende siehst du nur das Ergebnis und dann guckst du nicht mehr, ja, wie haben sie jetzt, war Rostock gut, wie waren die X-Goals? Das interessiert am Ende keinen mehr. Ja, aber trotzdem als Zweitliges 3-0 gegen einen Champions League-Spiel, also gegen einen Verein, der in der Champions League spielt, zu verlieren, ne? Ich meine, es gibt in der Bundesliga mehrere Vereine, die werden von Leipzig ganz anders abgeschlachtet als wir, ne? Ja, ja. Ja, das Spiel gegen Kaiserslautern rückt näher und wir müssen hier ein bisschen performen. Also, die Fans wollen was sehen. Heim gegen Kaiserslautern. Heim, heim, heim. So, für alle nochmal hier ein kurzer Reminder. Sidi Sané kommt wieder bald zurück zu uns. Warum auch immer sie uns weggenommen haben. Er kommt, in der Winterpause ist er wieder bei uns. Am 1. Januar ist er wieder bei uns. Wir sind gerade im Oktober, es dauert noch ein bisschen, wir müssen jetzt erstmal ohne City Sunny aushalten, aber in der Rückrunde ist er wieder da. So, Spielberichtsbogen ist mal wieder da und bei uns rotiert nur Rosbach für Van Drongelen rein, weil er gesperrt ist für dieses Spiel, deshalb ja, gehen wir so rein. Sie müssen eine Reaktion zeigen, ich will eine Reaktion sehen und damit gehen wir rein. Aufstellung. Wie gesagt, Rosbach rein rotiert. Für Van Drongelen, ansonsten keine Änderung bei uns. Und Kaiserslautern auch wie erwartet mit Ex-Spieler Opoku da drinne.
Ich bin gespannt. Zu Hause gegen Kaiserslautern. Kaiserslautern 13. Platz, wir 5. Platz. Mit einem Sieg können wir auf den 3. Tabellenplatz vorrücken. Ich will was sehen, Jungs. Ich will was sehen. Ab geht's. Und macht's wirklich gut. Also Meißner gefällt mir hinten drin. Der ist echt eine Konstante. Ja, mittlerweile auch besser als von Drongelen. Ja, sag ich. Ingesson, gut gespielt. Gut. Gut. Oh! What the fuck, Alter. Ein bisschen überhastet, aber also stark. Schade, dass der nicht drin ist. Der rein, Hilfe. Hä? Was ist denn hier los? Digga, ich hab ganz viele Fragen. Ich hab sehr, sehr viele Fragen. Und der Motto also nimmt du ihn, ich hab ihn sicher. Also ich hab so viele Fragen, was hier gerade passiert ist. Das meine ich halt mit Geschenken an den Gegner. Das ist viel zu oft der Fall. Was ist das? Jungs! Kolken kommt raus, geht er wieder zurück. Jetzt wird's gefährlich. Schröter ist aber da, hat aufgepasst, konnte den Ball aber nicht richtig klären und Kolke hat ihn diesmal sicher. Komm, vielleicht jetzt mal vor der Pause. Es wäre wichtig, es wäre sehr, sehr wichtig. Ingelsson, Dom, nochmal geklärt. Nochmal Lee Dong-jung jetzt. Mit dem Schuss! Und Luther hat ihn. Und damit geht's auch in die Halbzeit. Ich bin gerade komplett gebrochen, ne? Kaiserslautern aus dem Nichts einfach ein Tor gemacht. Wir sind bisher noch nicht da. Zeigen nicht das, was wir eigentlich können. Da muss mehr kommen in der zweiten Hälfte. Ich will eine deutliche Leistungssteigerung sehen. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ansonsten, wir haben die jungen Wilden auf der Bank, ne? Also ich zögere hier nicht lang mit wechseln, wenn das hier so weitergeht. Bringt aber nichts. Dressel, gut aufgepasst. Jetzt nach vorne kommen. Auf Ingelsson. In der Mitte sind sie da. In der Mitte sind sie da. Er macht's aber alleine, er macht's alleine, er macht's ganz alleine und Presse kriegt ihn auch nicht rein. Schiri fällt ab. Also das... Das war ein Bruchspiel auf allen Ebenen. Also ich muss wirklich sagen, dieses, warum wir dieses Spiel verloren haben, weiß niemand. Auch, ne? Es weiß niemand, warum wir dieses Spiel verloren haben. Es wäre ein gerechtes 0:0 gewesen, wir verlieren es, aber trotzdem... Ja. Durch so ein Schwanztor. Wenn du Schwanztor googelst, kommt das Tor bei raus. Keine Worte. Keine Worte. So, Quoten. Regensburg hat die bessere Quote. Und immer wenn die Gegner bessere Quoten haben, sind wir die Sieger. Das heißt, wir werden auch jetzt gegen Regensburg gewinnen, sage ich. So, Spielberichtsbogen ist mal wieder da. Wir spielen gegen Jahn Regensburg. Auswärts spielen wir. Ja, wir haben ein bisschen durchrotiert. Lukuki ist drin, Nils von Anfang an mal wieder, Fröhling, also die doppelte, die Nils-Flügelzange, Nils Schulz rechts außen, Nils Flügel, das ist auch alles ein Zungenbrecher hier, ne? Nils Schulz rechts außen, Nils Fröhling links außen und ja, so wollen wir reingehen. Dulevic kriegt jetzt eine Pause, das habe ich mir nicht länger mit angeguckt da auf der Bank. Bei mir kracht es komplett. Wir gehen rein ins Spiel, das kracht zu sehr. Jan Regensburg mit einem Schalker Idrissi. Obig ausgeliehen von Köln, Ersatztorwart. Viel mehr andere Leute sind mir da gerade nicht ins Auge gestochen. Unsere Aufstellung, wie gesagt, Nils Flügelzange. Fröhling links, Schulz rechts. Wir sind auf Platz 9 abgerutscht. Jan Regensburg ist auf der 6. Aber es trennen uns nicht viele Punkte von den oberen Tabellenplätzen. Und da wollen wir auch hin. Und damit rein ins Spiel, Verhoek stößt an und damit sind wir drinnen. Zack, die Bohne. Mit Simone. Oh. Oh, Verhoek. Schröter mit dem Einwurf. Nils, Fröde wird gefoult. Nils holt den Ball wieder. Ganz stark von Nils. Ganz stark von Nils. Ich hätte ihm so das Tor gegönnt. Oh, Mann, ich hätte ihm das Tor so gegönnt. Ganz, ganz stark von Nils. Sagt Flanke. Schade. Ingelsson. Oh. Einfach hinten reingeköpft. Langer Ball. Nils kommt da nicht ran, aber Fröde hat den zweiten Ball. Nils startet. Schön gesehen. Gleich die Flanke auf Verhoek. Was ein Auge! Ja, das ist geisteskrank gut. Ne? Das ist unfassbar. Auch wenn es abseits war, aber trotzdem. Freistoß irgendwie. Kommt Regensburg da an den Ball, aber Kolke hat ihn sicher.
Idrissi Freistoß. Ja, Freistoß die letzten Spiele, das kannst du keinem erzählen. Ja, wir faulen halt so viel, ne? Das ist halt das Problem. Idrissi. Schipnowski, Flanke, Witzinger und da ist er drin. Scheiße. Oh, machst du vorne nicht, kriegst du hinten. Typisch. Wir schießen keine Tore. Ja, und das ist Halbzeit. Also, es ist einfach zu wenig. Es ist zu wenig. Wir müssen welche machen. Es ist okay, Gegentore zu bekommen, aber dann müssen wir auch welche schießen. Hilft ja alles nichts. So, Verhucke, du kriegst jetzt noch ein paar Minuten, ansonsten bist du runter. Von Drongelen, Fröde, Fröhling. Schärf, schön. Jetzt nochmal rüber, Ingelsson. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Meißner mit einem. Du Scheiße. Stopp den Ball und das. Was? Das fehlt uns einfach, dieses Eiskalte vom Tor. Alter, Finn. Wir haben halt kein Tor geschossen. Ne? Spiel ist vorbei. Also laut Expected Goals waren wir die bessere Mannschaft. Davon können wir uns nur leider gar nichts kaufen. Es fehlt die Durchschlagskraft vorne drin. Ja, wir verlieren hier 2-0 und keine Ahnung. Kriegen wieder ein richtig dummes Gegentor und machen die Dinger vorne nicht rein. Das muss besser werden. Das war's erstmal für die Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Da geht's dann gegen Sandhausen. Da muss ein Sieg her, da müssen Tore her, da muss eine Reaktion her. Zu Hause gegen Sandhausen. Danach gegen Nürnberg. Das sind alle Spiele gegen die Leute da unten. Gegen 12. und Nürnberg ist gerade 15. Also nächste Folge müssen wir ein paar Siege holen. Und ja, keine Ahnung, was wir machen. Wir müssen uns irgendwas einfallen lassen. Weil so geht es nicht weiter. Hier. Na gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und wir sehen uns. Bis dahin. Au!